Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live. Willkommen bei Kellner Live und wir starten heute mit dem Virologen Professor Norbert Nowotny. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Kellner. Herr Professor, starten wir gleich mit der aktuellen Situation. Wir haben heute seit langem wieder unter 10.000 Neuinfektionen, aber wer glaubt, das ist Grund zur Beruhigung, der irrt. Warum sind denn Ihrer Meinung nach dennoch die Zahlen und warum haben wir heute weniger Neuinfektionen als an den letzten Tagen? Wir werden morgen wieder fünfstellig sein, also davon gehe ich aus. Sie wissen, dass es Probleme bei den PCR-Testungen gab, dass es Probleme bei den Einmeldungen gab. Das heißt, das ist einfach ein statistisches Auf und Ab. Also dadurch, dass wir heute erstmals unter 10.000 wieder sind nach langer Zeit, also davon halte ich leider nicht sehr viel. Ich fürchte, dass die Zahlen dann wieder steigen werden. Das heißt, die aktuelle Situation ist nach wie vor Ihrer Meinung nach besorgniserregend? Ist absolut besorgniserregend. Es ist auch so, ich meine, gestern waren extrem viele Menschen auf der Straße. Ich denke, dass viele Arbeitgeber den Arbeitnehmern noch nicht das Homeoffice gewährt haben. Ich meine, es war auch nur eine relativ kurze Zeitspanne zwischen Ankündigung der Regierung und Beginn des Lockdowns. Das müssten wir wirklich, wo immer möglich, Homeoffice bringt sehr viel, weil das, was wir müssen, das wissen inzwischen eh alle, ist die berühmte Kontaktreduktion um zwischen 30% und 50%. Dann werden sich auch werden Virusinfektionsketten mehr und mehr unterbrochen werden. Und dann wird dieser Lockdown nach 3 Wochen auch seine Wirkung zeigen. Jetzt ist natürlich der Lockdown in dem Sinne fast ein bisschen paradox, weil durch den Lockdown auch von Gastronomie, teilweise Homeoffice etc. gehen sich ja auch weniger Leute testen. Offensichtlicherweise, weil einfach weniger Leute unterwegs sind. Ist das nicht dann fast ein bisschen eine trügerische sozusagen vielleicht Gewissheit, in der uns dann der Lockdown in der wir uns befinden aufgrund des Lockdowns, weil sich einfach weniger testen, dadurch wird wohl die Zahl der Neuinfektionen automatisch in den nächsten Tagen sinken, oder? Naja, Herr Fellner, es ist uns nichts anderes übrig geblieben als dieser Lockdown. Und wenn die Regierung auf uns gehört hätte, dann hätte es bereits vor 2 Wochen einen harten Lockdown geben müssen, zumindest für Oberösterreich und Salzburg. Bei denen wird der Lockdown jetzt länger dauern, geht auch nicht anders, weil die eben noch deutlich höhere Fallzahlen haben. Und um von höheren Fallzahlen runterzukommen auf ein erträgliches Maß, bedarf es eines längeren Lockdowns. Und zu diesem Zeitpunkt wären restriktivere Maßnahmen im Rest Österreich wahrscheinlich noch ausreichend gewesen. Jetzt sind sie es nicht mehr. Und jetzt ist wirklich die Frage, und mit Mühe und Bauchweh denke ich, dass wir in diesen 3 Wochen, wenn sich die Bevölkerung daran hält, dann könnte der Lockdown wirken und wir könnten auf erträgliche Zahlen kommen, damit wir doch noch 2 Wochen vor Weihnachten Zeit haben. Aber das heißt, dieser Lockdown war Ihrer Meinung nach alternativlos? Der war absolut alternativlos, aber durchaus, weil die Politik die Warnungen der Experten, und zwar unisono, ich meine, alle haben gesagt, dass dringend Maßnahmen notwendig wären, aber anscheinend muss in der Politik der Druck so hoch sein, also wirklich schon Feuer am Dach, bevor reagiert wird, und dann wird massiv reagiert. Also jetzt sind wir natürlich mit Lockdown und mit Ankündigung einer Impfpflicht, sind wir in Europa, also ich habe jetzt in den letzten 2 Tagen von diversesten ausländischen TV-Stationen Anfragen gehabt und Interviews gegeben. Jetzt schaut Österreich auf uns, aber die ja, Welt. Oder die Welt vielleicht, Österreich, ja. Schaut Europa oder zumindest Europa, ja. Auf uns. Und aber ich fürchte, dass auch in anderen europäischen Staaten die Zahlen deutlich steigen werden. Das heißt, auch andere europäische Länder werden wahrscheinlich restriktivere Maßnahmen in der nächsten Zeit setzen müssen. Wann wird denn dieser Lockdown Ihrer Meinung nach dann Wirkung zeigen? Wir wissen ja, mittlerweile sind wir alle schon Lockdown-Experten leider, dass es immer 10 bis 14 Tage braucht, bevor diese Maßnahmen Wirkung zeigen und man dann einen Abflachen und im Weiteren dann auch ein sozusagen Sinken der Kurve
Kurve sieht. Ist das noch immer so? Genau. Also Mitte nächster, Ende nächster Woche, schätzen Sie, also wird 10, es dann Auswirkungen geben? Wie Sie sagen, in etwa würde ich eher sagen, ja, nach 7 Tagen wird man vielleicht langsam erste Auswirkungen sehen. Und nach 14 Tagen müsste eigentlich schon eine deutliche Reduktion der Neuinfektionszahlen da sein. Aber jetzt sagen ja Experten und Virologen, wir müssten eigentlich auf wieder 2000 Neuinfektionen kommen, im Idealfall sogar darunter, damit wir sicher wieder aufsperren können. Jetzt bin jetzt natürlich nicht so ein Experte wie Sie, aber wenn ich meine Milchmädchenrechnung mache, stelle ich mir das sehr schwierig vor. Derzeit sind wir bei 10.000, wahrscheinlich morgen schon wieder drüber, Neuinfektionen, da am 12. Dezember dort zu sein. Glauben Sie wirklich, dass wir am 13. November diesen Lockdown beenden können? Oder wäre es nicht viel ehrlicher von Seiten der Politik, diesen Lockdown gleich länger anzusetzen? Wir hätten früher mit dem Lockdown beginnen müssen, wie eigentlich alle Experten inklusive meiner Person immer wieder gefordert haben. Wenn wir mit dem Lockdown 2 Wochen früher begonnen hätten, damals hatten wir noch relativ, immer viel zu hohe Zahlen, aber relativ gesehen noch niedrigere Zahlen von Neuinfektionen als jetzt. Und es ist ganz klar, wenn man mit niedrigeren Zahlen beginnt, dann muss der Lockdown nicht so lange dauern, als wenn ich mit höheren Zahlen beginne. Also wenn die Politik auf uns gehört hätte und vor 2 Wochen begonnen hätte, von mir aus mit Oberösterreich und Salzburg, aber zu diesem Zeitpunkt hat der Salzburger Landeshauptmann ja die Wissenschaftler überhaupt noch geschimpft, dann wären wir nicht in der Situation, in der wir jetzt sind. Ich gebe Ihnen recht, diese 3 Wochen sind knapp bemessen und die Bevölkerung, auch meine Aufforderung an dieser Stelle, soll sich bitte, wie immer, wo immer möglich, an diesen Lockdown wirklich rigoros halten, weil sonst kriegen wir es in diesen 3 Wochen nicht hin. Aber rechnen Sie mit einem längeren Lockdown mittlerweile? Ich kann es nicht sagen. Ich kann es wirklich nicht sagen, aber es ist grenzwertig, ob wir das schaffen werden. Nicht davon ausgehen, dass man am 13., sage ich einmal, die nächste Party steigen lässt. Gastrosause ja, steigen ja, lässt. Ja, richtig. Warum Ihrer Meinung nach eigentlich diese extreme Welle gerade in Österreich? Ich meine, wir liegen natürlich bei der Impfung schlechter als viele andere Länder in Europa. So selbstkritisch muss man sein. Auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt auch andere Länder, die mehr oder weniger in dem Bereich liegen, wo wir liegen, die ähnliche Maßnahmen hatten wie wir, wo die Welle zumindest derzeit nicht so dramatisch ist wie in Österreich. Warum sind die Fälle ausgerechnet bei uns so explodiert? Ja, es hat sehr wohl, also die niedrige Durchimpfungsrate hat sehr wohl einen Grund, denn zu Beginn dieser massiven Welle waren wir im unteren Drittel in Europa. Das heißt, vor uns waren so gut wie alle anderen Mittel-, Nord-, West- und südeuropäischen Staaten, nur osteuropäische Staaten waren noch hinter uns, ja, wie die ganze Sache begonnen hat, bei der Durchimpfungsrate. Natürlich hat das eine Rolle gespielt. Und ich verstehe auch die Politik mit 2G, mit Lockdown für Ungeimpfte, mit diesen Maßnahmen wurden doch eine ganze Reihe von Personen zur Erstimpfung bewogen. Ja, und das ist gut. Und die Androhung einer allgemeinen Impfpflicht wird jetzt weitere Personen in Richtung Impfung drängen. Das heißt, es kommt dadurch zu einer Erhöhung der Durchimpfungsrate. Aber vom Erststich bis diese Personen epidemiologisch relevant sind, dauert es 6 Wochen. Mhm. Denn die brauchen dann nach 3 bis 4 Wochen die Zweitimpfung und erst 2 Wochen nach der Zweitimpfung sind sie einigermaßen geschützt und spielen auch eine positive Rolle im epidemiologischen Geschehen. Viel wichtiger ist, und das wurde eben auch versäumt, die dritte Impfung. Denn wir haben aus Israel gelernt, dass innerhalb von etwa 5 bis 6 Monaten nach der Zweitimpfung der Immunschutz deutlich nachlässt. Und das österreichische Nationale Impfgremium und daher dann auch das Gesundheitsministerium hat deswegen nicht früher reagiert, weil die EMA, die Europäische Zulassungsbehörde, nicht früher reagiert hat und nicht früher eine Drittimpfung empfohlen hat. Das war meiner Ansicht nach ein Fehler, wobei man den Fehler
denke ich mal, vor allem bei der EMA sehen muss, die da zu langsam reagiert hat. Jetzt, Wien ist vorgeprescht. Also Wien, muss man ganz klar sagen, hat in den letzten Wochen ein sehr gutes Corona-Krisenmanagement gemacht. Besser als alle anderen Bundesländer, mit Ausnahme Burgenland. Burgenland war auch gut, wie wir wissen. Aber ich bin froh, dass wenigstens jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, eine Drittimpfung für alle Personen, jetzt egal welchen Alters, egal welche Impfung sie vorher hatten, also Impfung welchen Herstellers, jetzt innerhalb von 4 bis 6 Monaten nach der Zweitimpfung die dritte Impfung machen können. Mein persönlicher Ratschlag wäre, wenn Sie AstraZeneca gehabt haben, dann gehen Sie bereits 4 Monate nach der Zweitimpfung zur Auffrischung. Bei BioNTech, Pfizer und Moderna nach etwa 5 Monaten. Sprechen wir gleich noch über die Impfung. Ich würde noch abschließend zum Thema Lockdown über die Schulen gerne sprechen, weil es natürlich ein Thema ist, das ganz viele auch wirklich direkt betrifft. Hunderttausende Schüler, Eltern, natürlich auch Lehrer. Da herrscht Chaos. Ja, keiner kennt sich wirklich aus. Eigentlich ist Präsenzunterricht, aber man soll zu Hause bleiben. Es gibt einen Appell, aber trotzdem haben wir die Zahlen bis zu 90%, zumindest in Wien, sind trotzdem in den Klassen derzeit. Bringt so ein Schullockdown überhaupt irgendetwas? Also die Schule, ich verstehe schon, dass das ein bisschen eine Problemsache ist. Nicht? Denn einerseits hat Minister Fassmann gesagt, und er hat recht, die Schule ist eines der bestkontrollierten Systeme in dieser ganzen Corona-Pandemie. Dennoch haben wir die höchste Inzidenz in der Altersgruppe. Naja, aber wahrscheinlich deswegen, ja? Weil eben dort 3-mal die Woche getestet wird, mindestens einmal, wahrscheinlich in Zukunft. Ein Corona-infizierter Schüler pro Minute. Wahrscheinlich in Zukunft sogar 2-mal. Mittels PCR-Tests und dadurch erwischen wir natürlich auch sehr viele. Also da hat er absolut recht. Andererseits wissen wir, dadurch, dass eben in den höheren Altersgruppen doch die Durchimpfungsrate Gott sei Dank schon etwas höher ist, haben wir das Infektionsgeschehen in den jungen Menschen. Das heißt, das ist das eine. Es ist natürlich in den Schulen, es ist gut kontrolliert mit den Tests. Aber wenn dann die Tests, PCR-Tests, erst nach 48 Stunden die Ergebnisse bekannt gemacht werden, dann ist wieder die Gefahr sehr hoch, dass Positive inzwischen andere Schülerinnen und Schüler anstecken. Also auch ich kann da keine Patentlösung geben, was jetzt besser wäre, Homeschooling mit all den Problemen für die Eltern, soziale Probleme für die Schüler, oder wir lassen sie in der Schule, und wo sie gut kontrolliert werden, aber doch auf dem Heimweg und Hinweg zur Schule, und eben wenn PCR-Tests die Ergebnisse später kommen, ist auch ein Problem. Es ist schwer, hier das richtige Maß zu finden. Also insofern war es für mich eigentlich schon okay, dass gesagt wurde, ja, also speziell Eltern in Berufen wie medizinischen Bereich, Pflegebereich, die wirklich gefordert sind derzeit, die können nicht noch zu Hause bleiben und ihre minderjährigen Kinder beaufsichtigen und bei den Schularbeiten helfen. Nicht? Also ich glaube, das ist eine sehr schwierige Sache. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn sich die Situation in den Schulen verschärft, dass immer mehr positiv getestet werden, immer mehr Klassen geschlossen werden, sogar Schulen geschlossen werden müssen, dass man vielleicht in 1 oder 1,5 Wochen doch in Richtung Homeschooling ändern müssen. Das heißt, aus epidemiologischer Sicht, ich weiß, Schule ist ein sehr heikles Thema, weil da gibt es eine politische, da gibt es sozusagen eine soziale Komponente, aber jetzt aus epidemiologischer Sicht wäre natürlich E-Learning wahrscheinlich das Beste, oder? Ja, aber da gibt es eben viele andere Probleme, nicht, die man auch beachten muss. Deswegen, es wird sowieso genauest beobachtet, und wenn zu viele infiziert in einer Klasse sind, müssen sowieso die Klassen geschlossen werden. Und wenn irgendwann einmal zu viele Klassen geschlossen werden müssen, dann wird uns eh nichts anderes als Homeschooling überbleiben. Mhm. Kommen wir zur Impfung. Jetzt hat die Bundesregierung, Sie haben es vorhin auch schon am Rande angesprochen, eine sehr drastische Ankündigung gemacht, letzten Freitag, nämlich eine generelle Impfpflicht. Eines der ersten Länder weltweit, muss man sagen, Österreich, das so eine Impfpflicht einführen wird. Finden Sie das richtig?
Einerseits ja, andererseits nein. Ja, also da bin ich auch wieder gespalten. Österreich ist historisch immer mit einer einzigen Ausnahme ohne Impfpflicht ausgekommen. Wir hatten nur eine Impfpflicht bei den Pocken. Die ist uns von Deutschland während des Zweiten Weltkrieges mehr oder weniger aufoktroyiert worden. Und die hat dann bis 1981 gehalten. Eigentlich wäre das überhaupt nicht notwendig gewesen, denn zu diesem Zeitpunkt, wie man mit der Impfpflicht gegen die echten Menschenpocken begonnen haben, gab es in Österreich schon lange keine Pocken mehr. Ja, also das war die einzige Ausnahme einer Impfpflicht in Österreich. Sonst hat Impfungen, also die ganzen Kinderimpfungen, hat eigentlich gut funktioniert. Daher verstehe ich, dass wir in Österreich... Weil es teilweise, muss man immer wieder dazu sagen, natürlich an den Mutter-Kind-Pass gekoppelt war und damit mit Sozialleistungen zusammenhängt. Ja, aber es war keine Impfpflicht. War keine Pflicht, aber man verliert Sozialleistungen. Genau, richtig, ja. Die jetzige Situation, also ich war immer und bin es auch jetzt noch für eine Impfpflicht im medizinischen und Pflegebereich. Denn diese Personen haben mit höchst vulnerablen Gruppen zu tun, die, wenn sie angesteckt werden, vermutlich einen schweren Krankheitsverlauf haben. Also da bin ich nach wie vor dieser Meinung. Ich bin froh, dass die Ankündigung der Impfpflicht alleine schon viele Menschen zur Impfung bewegt hat. Also das ist schon mal was Gutes. Ich bin auch froh, weil viele sagen, ja, warum nicht Impfpflicht auf der Stelle oder 1. Dezember? Ich bin dafür, dass das wirklich gründlichst diskutiert wird, unter Einbeziehung wirklich aller Gruppen, aller politischen Parteien, Ethiker natürlich, die juristischen Aspekte müssen geklärt werden. Das heißt, da müssen viele Dinge noch geklärt werden und daher bin ich auch froh über diese Frist 1. Februar. Ob es dann letztlich passieren wird oder nicht, werden wir sehen. Apropos Impfung. Die dritte Impfung ist natürlich auch ein großes Thema, wird auch massiv derzeit natürlich appelliert, sich diese dritte Impfung zu holen. Wie wichtig ist denn diese dritte Impfung? Enorm wichtig. Schauen wir nur nach Israel. Ja, in Israel sind genauso wie jetzt in Österreich die Zahlen enorm angestiegen, ja, wirklich enorm. Und die sind ohne Lockdown ausgekommen, nur mit massiver Werbung für die dritte Impfung. Und die dritte Impfung war dort wirklich dieser berühmte Gamechanger. Und seither, das kann man überall anschauen und nachlesen, sind die Neuinfektionszahlen dramatisch gesunken. Und wie gesagt, das haben wir versäumt, wobei wahrscheinlich der EMA da mehr Schuld zuzuweisen ist als unseren Behörden. Und jetzt sollten wir das dringendst nachholen und das wird viel bringen, denn etwa eine Woche oder bereits wenige Tage nach der Drittimpfung ist wieder der Immunstatus voll hergestellt und wir wissen, dass diese Menschen dann wirklich gut geschützt sind und auch für längere Zeit geschützt sind. Ich persönlich glaube, in einem Jahr, also im nächsten Herbst, werden wir dann die nächste Auffrischungsimpfung brauchen. Apropos dritte Impfung, weil Sie es jetzt auch angesprochen haben, nächstes Jahr dann die Auffrischungsimpfung. Wie ist denn das? Ist das Ihrer Meinung nach, weil da gibt es ja auch ein bisschen unterschiedliche Meinungen, ist das jetzt sozusagen die dritte Impfung, die Impfung, die das Ganze komplettiert? Genau. Oder ist es ein Booster, weil es wird immer wieder Booster genannt. Viele Experten sagen ja mittlerweile, Booster ist eigentlich das falsche Wort. Ja. Das ist eigentlich sozusagen die Komplettierung des Impfschutzes. Genau. Wie würden Sie das bezeichnen? Ja, genau. Also die Komplettierung des Impfschutzes, ähnlich wie bei der FSME. Da habe ich zwei Teilimpfungen, die ersten zwei in kurzem Abstand, dann habe ich zwischen 5 und 12 Monate die Drittimpfung. Aber das heißt, man braucht diese dritte eigentlich, damit die Impfung wirklich ihre Wirkung entfaltet. Genau, damit sie ihre volle Wirkung entfaltet. Wir sollen uns aber nicht darauf verlassen, es ist einfach ein anderes Virus, es ist ein Atemwegsvirus und daher müssen wir uns eher nach der Grippeimpfung orientieren. Das heißt, ich gehe schon davon aus, dass wir in den nächsten Jahren einmal im Jahr bevorzugt eben vor der gefährlichsten Zeit, und das ist nun einmal Herbst und Winter, uns eine Auffrischungsimpfung holen. Jetzt im Zuge der ganzen Impfdiskussion wird natürlich auch immer sehr
heftig diskutiert über die Impfungen für Kinder, insbesondere über jene für unter 12-Jährige. Was ist denn Ihre Empfehlung, wenn man Kinder unter 12 hat? Soll man sie impfen lassen? Also ich würde warten noch die wenigen Tage. Ja, also in wenigen Tagen wird die EMA die Zulassung der Impfung auch für die 5- bis 11-Jährigen erteilen. Und kurz darauf wird das auch von unserem nationalen Impfgremium übernommen werden. Und dann ist das sozusagen offiziell. Also diese einigen wenige Tage würde ich noch zuwarten. Wir kennen bereits mehrere Millionen geimpfte Kinder in den USA, wo die amerikanische Zulassungsbehörde FDA die Impfung der 5- bis 11-Jährigen ja bereits zugelassen hat. Und die Impfung wirkt sehr gut bei den Kindern. Und es wird ein Drittel des Impfstoffes verwendet für Erwachsene. Und es gibt keine Nebenwirkungen, die bisher beobachtet wurden. Auch die Impfreaktionen sind geringer als bei Erwachsenen. Also es sieht so aus, als wäre das eine sichere Impfung und wäre gut für unsere Kinder. Und im Übrigen, wir haben auch noch Nachholbedarf in der Altersgruppe der 12- bis 18-Jährigen bei den Impfungen. Auch da sollte man, weil das wäre ja jetzt schon erlaubt, sollte man vielleicht etwas Werbung machen. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich bei der Impfquote hinkommen? Weil es gibt immer wieder unterschiedliche Zahlen, die genannt werden. Was braucht man denn jetzt wirklich? Also geimpft und genesen zusammen 85%. Mhm. Und dann haben wir es geschafft, Ihrer Meinung nach? Oder? Das Virus wird uns erhalten bleiben. Die Pandemie, denke ich, haben wir dann geschafft. Und natürlich wird es kleinere Ausbrüche auch weiterhin geben. Damit werden wir leben müssen. Aber ich hoffe, ja, ich weiß, da werde ich dann wieder festgenagelt werden. Ich hoffe, dass wir dann, wenn wir diese 85% erreichen, wahrscheinlich keinen Lockdown wie jetzt mehr haben müssen. Und wann schätzen Sie, werden wir diesen Zeitpunkt erreicht haben? Also wann haben wir diese Pandemie dann wirklich überstanden? Ich sage immer, mein Geburtstag, 31. März nächsten Jahres. Gut, da nehme ich Sie hoffentlich beim Wort. Ich habe am 21. März Geburtstag. Na bitte, können wir gemeinsam feiern. Kann ich warten, wenn es dann wirklich vorbei ist. Vielen Dank, Herr Professor Nopp. Sehr gerne. Also, wir machen eine ganz kurze Werbepause. Wir bleiben natürlich beim Thema Corona und insbesondere auch Impfpflicht. Dazu diskutieren gleich sehr lautstark wie immer Gerald Gross und Sebastian Born-Mehner, die naturgemäß eine sehr unterschiedliche Einschätzung zu einer Impfpflicht haben. Wir sprechen aber auch über den Lockdown und die Frage, war dieser Lockdown notwendig und wird ein Lockdown bis 12. Dezember reichen. Wir sprechen über die Corona-Demonstration am vergangenen Samstag und wir sprechen über das Pandemie-Management der Bundesregierung und wer da wann welche Fehler gemacht hat. Das wird eine sehr, sehr spannende Diskussion. Ganz kurze Werbepause und dann diskutieren, wie gesagt, gleich Sebastian Born-Mehner und Gerald Gross.